so wunderbar. Danke, Jesus, für deine Gegenwart hier an diesem Ort. Danke, Jesus, für deine Liebe und für deine Gnade. Danke, Jesus, dass du mir ein Wort gegeben hast, was ich mit meinen Geschwistern heute hier vor Ort teilen kann. Und schön, dass ihr auch am YouTube wieder dabei seid und hören möchtet, was ich zu sagen habe, durch Gottes Sprachrohr zu sein. Danke. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du mich lenkst und leitest. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, sprich du durch mich. Ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen öffnest, dass du direkt zu unseren Herzen sprichst, dass du die Wege in unseren Herzen bahnst, damit wir dein Wort aufnehmen und dein Wort bewahren und dein Wort in unserem Leben umsetzen können. Danke dafür. Amen. Also ich habe diesmal eine Weile hin und her überlegt und hatte einige Themen, die ich reden wollte, aber das war alles nicht auf dem Herzen Gottes, weil es kam ein bisschen was, aber es war nicht so richtig das Feuer mehr im Herzen da. Und dann saß ich gestern auf dem Balkon und habe gesagt, Jesus, was möchtest du denn, was ich rede? Ich sage, ich warte jetzt einfach und das Erste, was kommt, das nehme ich. Ja, das ist oft so, wenn wir Gott um irgendwas bitten oder ihn bitten, dass er zu uns sprechen möge, dann ist das Erste, was kommt, meistens von ihm. Ja? Und so kam ganz leise die Waffenrüstung. Ja? Ich dachte, ja, haben wir lange nicht drüber gesprochen. Und die ist doch so wichtig. Ja? Und zwar steht diese Lehre über die Waffenrüstung in Epheser 6, ab Vers 10. Und Paulus hat diese Briefe an Ephesus geschrieben und auch an viele andere Gemeinden. Und diese Briefe sind sehr kostbar. Sie beinhalten Gebete für die Gläubigen. Sie beinhalten Anweisungen. Sie beinhalten die Kraft und die Worte, die Jesus gesprochen hat. Also das, was Paulus einfach auch erlebt hat, es sind viele Zeugnisse drin. Es sind einfach wunderbare Briefe und Worte, die wir auch für uns heute noch Geltung haben. Ja. Und so schreibt Paulus, wie ich das im Ganzen lesen kann, oh, das sind Blättern hier, das lese ich erstmal im Ganzen vor, nämlich ich lese das aus der neuen Genfer Übersetzung. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen, damit ihr in der Lage seid, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt ihnen entgegenstellen. Könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Und ragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eure Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Amen. Amen. Also in der neuen Genfer Übersetzung ist der letzte Vers mit einer neuen Überschrift betitelt, nämlich Fürbitte beim geistlichen Kampf. In einer anderen Übersetzung war das nicht drin, deswegen habe ich diesen Vers hier mit reingenommen. Und der ist auch wichtig.
So, gehen wir das mal Stück für Stück durch. Also Vers 10, also nur noch ein letztes. Paulus hat den ganzen Brief geschrieben und sagt nun zur Gemeinde: Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Halleluja. Jesus hat gewaltige Macht, wusstest du das? Du kannst mal am Anfang des Epheserbriefes lesen, wo Paulus über die Macht Gottes schreibt. Ja, das ist gigantisch. Ja. Das würde aber jetzt den Rahmen sprengen, deswegen lest es einfach am Anfang nach. Und Jesus, ihm ist alle Macht gegeben. Er ist der Name über allen Namen. Er, Jesus, hat den Tod überwunden. Und er, Jesus, er hat den Feind besiegt und den Feind entwaffnet. Ja. Der Feind darf sich hier auf der Erde noch eine Weile aufhalten. Ja, der darf hier noch frei rumlaufen und noch Verderben anrichten und so weiter, aber nicht mehr lange. Halleluja. Ja. Aber wir, die Kinder Gottes, wir sind berufen, uns ihm entgegenzustellen. Ja. Jesus war gesandt, die Werke des Teufels zu zerstören, und so sind auch wir gesandt, die Werke des Teufels zu zerstören. Und deswegen hasst uns der Feind. Der Feind hasst uns. Er konnte es nicht verhindern, dass wir Kinder Gottes genannt werden. Ja? Und jetzt will er alles daran setzen, um uns irgendwie von dem Weg abzubringen, um in die volle Verheißung, um das verheißene Land reinzukommen und in dem verheißenen Land zu leben. Das ist die Jobbeschreibung des Teufels. Ja? Also, wenn du jetzt gedacht hast, oh, ich werde Christ und alles ist gut und ich lebe hier ein Leben wie die Made im Speck, so ist es nicht. Ja? Weil wir haben einen Widersacher. Da gibt es einen Teufel und er hat Jesus versucht. Er hat versucht, Jesus von der Bestimmung abzuhalten. Und wer sind wir? Ja? Ja. Also von daher wird der Feind alles daran setzen, uns durcheinander zu bringen, uns irgendwie zu Fall zu bringen, uns irgendwie Angst einzujagen und uns daran zu hindern, eben zu tun, wozu wir beauftragt sind, Licht und Salz zu sein zum Beispiel. Da hat Lena die letzten zwei Wochen drüber gesprochen. Und da fängt der Feind schon an, uns da eben durcheinander zu bringen. Aber deswegen wissen wir, Jesus hat Kraft, Jesus hat gewaltige Macht und wir können uns von Gott selbst stärken lassen. Gott selbst ist unsere Stärke. Jesus ist unsere Stärke. Ja? Und wir dürfen uns und müssen uns dieser Macht und dieser Stärke, die in Jesus ist, bewusst werden, uns immer wieder bewusst machen, damit wir gestärkt werden. Darin werden wir ja gestärkt. Das ist ja der Weg. Ja? Und wir können die Kraft Gottes empfangen. Wir können es empfangen. Nicht mit unserem physischen Körper, aber in unserem Geist. Denn wir sind aus Gott geboren, wir sind Geist, Gottes Geist lebt in uns. Ja? Und so können wir uns von ihm, da wir an ihm dranhängen, Geist zu Geist, kommt seine Kraft und seine Stärke in unser Innerstes. Ja, wie geht das jetzt? Legt die Rüstung an, die Gott bereithält, ergreift alle seine Waffen. Ja, es sind nicht irgendwelche Waffen, die wir uns irgendwo zurechtbasteln, die wir uns schmieden, sondern es sind die Waffen Gottes. Ja? Und wenn Jesus den Feind besiegt hat, dann weiß er auch, mit welchen Versuchungen er uns kommt und dann weiß er auch, welche Waffen er uns geben kann und welche Waffen wir nutzen können, mit welchen Waffen wir fähig gemacht sind. Und genau, also der allmächtige Gott, der dich in seine Armee berufen hat, er rüstet dich aus. Er gibt dir die Rüstung, er gibt dir die ganze Versorgung, alles, was du brauchst. Ja. Weil welche Armee, welcher Heerführer stellt eine Armee auf und gibt ihm keine Waffen? Wirst du hier auf der Erde nicht finden. Ja? Du sagst, ziehst irgendwelche Leute, sagst, komm, wir kämpfen gegen das und das. Und
Mach das aber mal mit deinen eigenen Mitteln. Das funktioniert nicht. Das funktioniert genauso wenig im Geistigen. Ja, wozu jetzt die Waffenrüstung? Damit ihr in der Lage sein werdet, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Also die Angriffe des Feindes, des Teufels, der Dämonen, die sind heimtückisch. Die sind nicht immer gleich offenbar. Die kommen so durch die Hintertür, wie so eine Schlange, schlängelt sich irgendwo rein, richtet sich dann auf und reißt dann ihre Giftzähne raus. Ja, und versucht dich einzuschüchtern. Ja. Der Teufel ist listig. Der Teufel und die Dämonen sind schon eine Weile länger hier auf der Erde unterwegs. Und er hat so viele, die haben so viele Tricks und Kniffe und Hinterlistigkeiten und Täuschungen und Intrigen, die sie benutzen können und wissen genau, welche Knöpfe sie uns bei uns drücken müssen. Ja. Ja. Und der Feind ist der täuscht, der arbeitet mit Täuschung, der arbeitet mit Intrigen, mit allem Möglichen, um uns irgendwie zu Fall zu bringen. Aber hier steht auch, dass wir den Angriffen des Teufels standhalten können. Um standzuhalten, um stehen zu bleiben. Nicht um irgendwie vom Schlachtfeld runter zu kriechen, sondern stehen zu bleiben. Wenn ein Angriff vom Feind kommt, stehen bleiben. Ja? Wir laufen also nicht weg, ja, verstecken uns irgendwie. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, also Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, die über der Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. So, hier sind jede Menge Sachen drin. Erstens, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Auch wenn uns Menschen angreifen, wenn Menschen uns feindlich gegenüber stehen, kämpfen wir nicht gegen diese Menschen. Sondern diese Menschen werden immer gebraucht von Geistern, von Mächten und Gewalten, von Dämonen, die hinter dem Bösen stehen. Die das Böse beabsichtigen. Ja. Und Jesus hat ja auch gesagt, hey, liebt eure Feinde. Ja? Also Moment mal, Jesus, du hast gesagt, liebt eure Feinde und dann gibst du uns eine Waffenrüstung. Schön. Ja? Manchmal ist es so ein bisschen, ja, aber es ist ja eine geistige Waffenrüstung. Ja? Es ist ja nicht, dass wir, ja, wo Jesus festgenommen wurde und Paulus nahm dann nochmal das Schwert und zack. Ja, und schmeißt du da mal ein Ohr ab, riss das Ohr ab und Jesus sagt, steck, Petrus? Ah, Petrus, Entschuldigung. Ah, Petrus, Paulus kann doch gar nicht sein, ja. Alles klar, das war der Petrus. Ja, aber dem Paulus hätte ich sowas wahrscheinlich auch zugetraut. In früheren Tagen. Der hat die Christen, der ist den Christen hinterher gelaufen und hat die, genau, also Petrus. Petrus hat da dem Diener des Feindes, dessen, der sie festgenommen, der Jesus festgenommen hat, das Ohr abgehauen. Und Jesus hat gesagt, steck dein Schwert ein. Ja, wir lesen dann später nochmal, nehmt das Schwert des Geistes. Ja, das Schwert des Geistes. Aber da kommen wir da dazu. Ja, also unser Kampf nochmal richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir knüppeln nicht die Menschen nieder oder werfen Steine oder sonst irgendwas. Ja, sondern unser Kampf ist geistig. Wir kämpfen gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die, die hier das Chaos auf dieser Erde anrichten. Ja? Denn wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser gefallenen Welt. Und es gibt eine Menge Böses in diesen heutigen Tagen. Also ich habe das Gefühl, das ist einfach noch mehr geworden als nochmal so viel Boshaftigkeit und Manipulation und Krankheit und Streit und Krieg und Armut und Entzweiung, Lügen, Gewalt ausgekippt wurden. Das ist einfach unglaublich, ja, dass dieses Chaos nochmal so zugenommen hat. Und wir leben in herausfordernden Zeiten und es finden einfach ständig Attacken und Angriffe statt, ja, auf unsere Gesundheit, auf die Gemeinde, auf die Familien, ja. Brauchst du nur diesen ganzen Gender-Wahnsinn anzuschauen.
was gegen die Familie aufgefahren wird. Da ist nicht mehr Mann und Frau und Kind, Mutter, Vater, Kind, sondern es kann Ehe für alle und keine Ahnung, was da alles offen ist. Da wird die Sprache manipuliert, die Sprache verändert. Das muss alles gendermäßig angepasst werden, damit auch niemand sich irgendeiner Art und Weise verletzt fühlt. Die Kultur, die kulturellen Errungenschaften, so vieles, was einfach vorgetäuscht wird. Da brauchen wir uns die Werbung angucken. Ja? Da ist so viele Täuschungen, das und das und das musst du haben, dann geht es dir gut und so weiter und so fort. Also das ist einfach erschreckend, was einfach sich hier so tummelt und was hier los ist. Und dann wissen wir auch, warum wir eine Waffenrüstung brauchen. Wir dürfen und müssen uns dem entgegenstellen für die, die es nicht können. Ja, noch nicht können. So, und die Armeen des Teufels, die stecken hinter all dem Übel. Und der Feind kommt nur, um zu töten, zu stehlen und zu verderben. Das ist sein Auftrag. Vieles, was gut ist, wird bös genannt. Und was böse ist, wird heute gut genannt. Also auch das steht, hat Jesus prophezeit, dass das so sein wird. Ja, diese ganzen vielen Spaltungen, dieser Riss, der durch das Volk geht, diese und jene und diese Gruppierung und jene Gruppierung und dann ist wieder noch eine andere Gruppierung und dann hast du Black Lives Matter und whatsoever, also was alles da momentan an Menschengruppen sich zusammenfindet, um ihre eigene Ideologie zu verteidigen und für zu kämpfen. Boah, heftig. Da braucht es wirklich den Geist der Unterscheidung, um zu gucken, was ist jetzt, steckt da eigentlich dahinter. Und wir brauchen den Heiligen Geist dafür. Ja. So, deshalb, weil diese Zeiten so böse sind und so chaotisch sind, das waren sie aber auch schon zu Zeiten von Jesus. Also es ist jetzt nichts Neues. Wir lebten nur eine Zeit lang recht friedlich und in Frieden und in Ruhe. Also die Zeiten sind eigentlich schon immer böse. Genau, deshalb greift zu den Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch gegen ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Boah, Amen. Amen. Das ist eine Verheißung, oder? Amen. Das ist eine Verheißung. Also erstmal, wenn dann der Tag kommt. Ja, also wir werden gefühlt öfters angegriffen, aber wenn dann der Tag kommt, wo ein richtiger, starker Kampf ist, dann seid ihr schon gerüstet, ja, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Und das Beste daran ist, ihr werdet erfolgreich kämpfen. Also ihr werdet euch nicht zurücksetzen und warten, bis Gott den Kampf ausgefochten hat. Ja, ihr werdet kämpfen. Aber ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Amen. Wir werden dastehen. Amen. Als Sieger, Amen. Als Kämpfer des Herrn. Ja. Also zieht jeden Tag die Rüstung an, bereitet euch jeden Tag vor, denn der Feind geht umher und guckt, wen kann er denn heute ärgern. Ja. Der Feind sucht immer das Schwache, das Kranke, das Alte, das Junge, was irgendwo von der Herde sich ein bisschen abgetrennt hat, um den zu erhaschen. Ja. Also das ist, guckt ihr einfach mal eine Sendung an über Löwen oder Tiger oder sonst, die ihre Beute hinterher nachstellen. Ja. Die gehen selten, wenn so ein Löwe eine Büffelherde, ein Büffel möchte, nimmt ja nicht das Stärkste, obwohl da am meisten Fleisch dran wäre und das Gesündeste wäre. Ja, aber er weiß, er hat da keine Chance. Ja, sondern er guckt immer, dass er irgendwie ein Beutetier irgendwie so von der Herde trennen kann. Ja, oder er guckt, welches ist denn jetzt hier ein bisschen verletzt. Wo ist jetzt gerade ein Junges geboren? Was kann ich, was ist leichte Beute? Was kann ich hier einfach mir schnell einverleiben? Lecker. Ja. Ja. Und Petrus schreibt in 1. Petrus 5, Vers 8, seid besonnen und wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe
immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt im Glauben festhaltet. Amen. Ja? Also es gibt mehrere Stellen, wie die Waffenrüstung, wir müssen dem Teufel widerstehen. Und widerstehen heißt, sich ihm entgegenstellen. Das heißt nicht, wir rennen zurück, wir verstecken uns im nächsten Erdloch oder verstecken uns hinter dem nächsten Baum, sperren uns in unsere Häuser ein oder stecken nicht den Kopf in den Sand wie ein Strauß bei Gefahr. Ja. Und diese Taktik, ja, ich setze mich jetzt in den Sessel und warte, bis der Sturm vorüberzieht, funktioniert auch äußerst selten. Ja. Also abwarten ist dann in dem Moment auch keine gute Reaktion. Ja. Also, und Paulus schreibt, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Halleluja. Jesus ist die Wahrheit. Bindet euch Jesus um den Leib. Bindet euch Jesus. Je mehr Leib, desto besser. Desto mehr Jesus brauchen wir. Ja, kleiner Spaß am Rande. Also, es ist, gürte dich nicht mit irgendwelchen Geld, was du hast, und mach das Geld zu deiner Sicherheit, dass du sagst, hier, das Geld ist meine Sicherheit. Gürte dich auch nicht mit der Position, die du erreicht hast, wo du dich irgendwo die Karriereleiter hochgewandert bist. Ja? Gürte dich nicht mit deinem Erfolg. Gürte dich auch nicht mit deiner Lebens- oder Unfallversicherung. Ja? Setze deine Hoffnung und dein Vertrauen nicht in diese weltlichen Dinge. Setze deine Hoffnung auf Jesus. Der wir wissen, der Sieger ist. Ja. So ein Gürtel hält einfach die Kleidung am gewünschten Platz. Ja. In früheren Zeiten liefen ja alle mit so langen Kleidchen umeinander. Und ich weiß schon, warum ich keine Röcke so gerne anziehe. Und wenn diese Menschen länger oder mal richtig rennen mussten oder kämpfen mussten, dann war dieses Leibchen da unten einfach ziemlich hinderlich an den Beinen. Und es musste dann nach oben gebunden werden unter den Gürtel. Ja. Deswegen bindet den Gürtel um. Dann habt ihr mehr Freiheit zum Kämpfen, zum Agieren, zum Reagieren. Und heute und im geistigen Sinne wissen wir, dass der Heilige Geist in uns Raum eingenommen hat und wir binden uns Jesus als Gürtel der Wahrheit um. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, hier um unsere Hüften herum sind ja auch viele wichtige Organe und um unser Leben zu beschützen, binden wir Jesus hier herum. Mir ist dann noch so eingefallen, es gibt so bei diesen Boxweltmeistern so riesen Gürtel, so riesen Schnallendinger und die beschützen hier richtig gut. Ja? Also das sieht man auch richtig. Und dann hatte ich den Eindruck, da gibt es diese Serie auf Bibel TV, Heartland, und da geht es um Western und Reiten und Rodeo. Und dann gab es auch diesen einen, der hat so ganz viele oder mehrere, die haben einfach diese Gürtelschnallen. Ja? Und da steht drauf, wer wann wo gewonnen hat. Sieger in da und da und bei dem Rodeo. Und, ja? Und auf unserer Gürtelschnalle steht, Jesus ist Sieger. Amen. Also wir tragen hier an unsere Hüfte auf diese Gürtelschnalle, Jesus ist mein Sieger. Jesus ist Sieger, diese Gürtelschnalle. Und die müssen wir immer bewusst hier haben. Mit mehr oder weniger Schreck. Kleiner Spaß. Eieiei. Ja, also der Gürtel. Der Gürtel ist Jesus. Was Jesus für uns getan hat, ist die Gemeinschaft mit Jesus. Ja. Kommen wir zum nächsten. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Du bist, wenn du zur Armee Gottes gehörst und du die Vergebung von deinen Sünden empfangen hast, reingewaschen durch das Blut Jesus. Das war fast ein Paulus-Satz, gell? Das ist gemerkt, so lang. Also, wenn du Jesus als dein Retter und als dein Erlöser angenommen hast. Also wenn du hier deinen Gürtel hast und sagst, Jesus ist Sieger und du nimmst das als deine Wahrheit an, bist du und hast um Vergebung gebeten für all die Sünden, die du begangen hast in deinem alten Leben.
dann wirst du durch das Blut Jesu reingewaschen. Und dann, Amen, Halleluja, welch ein Sieg, Jesus hat den Sieg. Und dann sind wir die Gerechtigkeit vor Gott, dem Vater. Weil Jesus, weil der Vater uns durch das Blut Jesu sieht. Und dann ist unser Herz, unser innerer Mensch reingewaschen. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und dieses neue Herz, dieser innere unserer Mensch, den müssen wir beschützen. Es ist auch unsere Aufgabe, dass wir unser Herz beschützen und bewahren. Ja. Und mehr als alles andere, behütet euer Herz, steht in den Sprüchen, genau. Bringt, und dann ist es wichtig, dass wir Fehler oder Fehltritte, die uns so am Tag immer mal passieren, ja, wir sind Heilige, aber wir machen Fehler, ja. Wir sind Heilige, wir sind keine Sünder mehr, aber deswegen können wir trotzdem noch Fehler machen. Ja, wir sind Menschen und Menschen machen Fehler. Aber diese Fehler, diese Fehltritte, diese falschen Gedanken oder falschen Handlungen oder was doch mal irgendwie zu laut deinem Mitmenschen gegenüber, weil er dich provoziert hat, was auch immer, ja, das können wir immer wieder vor Gott bringen und können uns so immer wieder reinigen und somit ist unsere Brustpanzer immer wieder safe. Ja, das ist immer schön verdichtet. Ja. Eine andere Sache ist auch die, dass wenn in unserem vergangenen Leben wir einfach Wunden erfahren haben, Verletzungen erfahren haben, die unser Herz betreffen, die unsere Seele betreffen, auch das können wir und dürfen wir immer wieder Jesus hinhalten. Wenn uns da eine Verletzung offenbar wird, Jesus, bitte heile das. Bitte komme da mit deinem Blut und schenke mir da Heilung. Ja. Also das ist so ein, wir passen auf, aber wenn dann doch noch was drinnen gefunden wird, dann halten wir es Jesus hin. Ja. Und der Brustpanzer ist somit für mich das, was Jesus für mich getan hat. Ja, er hat sein Blut gegeben, er hat mir vergeben und das ist das, was mich schützt. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Wow. Ja, das stell dich vor den Spiegel und sage, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, weil Jesus mich reingewaschen hat durch sein Blut. Das macht was mit dir. Das macht was, wenn irgendwann mal wieder so ein Angriff kommt. Ja. Und das ist etwas, was wir tagtäglich haben. Ja. Uns festbinden mit der Wahrheit, den Brustpanzer anlegen. Und dann tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Was hat denn das jetzt mit der Waffenrüstung zu tun, zum Verteidigen? Ja? Aber es ist unsere Berufung, es ist die Berufung, für die wir geschaffen sind. Das eine ist unsere Identität, wer wir in Jesus sind, und wir sind geschaffen, in die Armee hineingestellt, um die Werke des Teufels zu zerstören, um den Menschen von der Liebe, der Güte Gottes zu erzählen, um ihnen zu sagen, Friede sei dir, du kannst heute Frieden machen mit Gott. Das sind die Schritte, die du dazu tun musst. Möchtest du das? Das Evangelium, die frohe Botschaft verkünden. Dazu sollen wir immer bereit sein. Das ist Teil unserer Rüstung. Ja? Also geht hin und verkündigt die frohe Botschaft. Erzählt von den Wundern, die Jesus auch heute noch tut. Betet für Heilung. Betet für die, die Befreiung brauchen. Haltet Frieden mit den Menschen. Dient den Menschen, die euch angreifen. Liebt eure Feinde. Macht den Unterschied. Seid das Licht und das Salz. Wie gesagt, die letzten 2 Wochen. Ja. Lasst euch nicht auf menschliche Kämpfe oder Diskussionen ein. Über Religion oder über was auch immer. Ja. Streitet nicht. Lasst die Streitereien. Jesus ist die Marschrichtung. Ja. Jetzt kommt's. Zusätzlich zu all dem, ja, also erst jetzt, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Also immer Gurt
immer Brustpanzer, immer die richtigen Schuhe an, damit du das richtige Gelände, auf dem richtigen Gelände gehen kannst. Ja? Und dann ergreife dazu den Schild des Glaubens. Ja? Mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt. Ja? In der Neuen Genfer steht dazu, dass es dieses Schild ein Langschild war, das den ganzen Körper bedeckt. Das war mit Leder überzogen. Und vor dem Kampf wurde es mal kurz in Wasser getaucht, dass dieses Leder nass war, dass so die Pfeile und die Feuerpfeile auslöschen konnten. Ja? Jetzt stelle ich mir vor, so ein Langschild, das den ganzen Körper bedeckt und noch vielleicht so ein paar Zentimeter oben drüber hinausgeht, weil die Pfeile kommen ja mitunter auch mal so im Bogen geflogen, so mit. Ja? Das ist ganz schön schwer, oder? Also wenn du dir jetzt so ein ganzes Holzschild vorstellst, massives Holz, mit Leder überzogen und das Leder noch nass, da brauchst du ein bisschen Kraft. Ja? Aber wir sollen uns ja von vornherein schon stärken lassen. Ja? Und das Schild ist eben schwer und es dient der Verteidigung. Aber wie ich schon eingangs gesagt hatte, welcher Heerführer gibt einem einfach ein Schild und sagt, kämpfe? Das hat bei David schon nicht funktioniert. Ja. Also als König Saul dem David seine Rüstung gab und gesagt hat, geh mal in meine Rüstung. Er sagt, nee, ich behalte meins. Ich behalte meine Waffen, die Gott mir gegeben hat. Ja. Aber es ist so, dass Gott uns schützt und er ist unser Schild. Lesen wir in Psalm 91, 4. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen, unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung, sie ist dein Schild, der dich schützt. Also ist jetzt doch wieder dieses Schild nicht so schwer, weil Jesus ja unser Schild ist. Und seine Treue, Jesus hat gesagt, ich bin bei dir bis in alle Ewigkeit. Und er stellt sich sozusagen als Schutzschild vor uns auf. Ja? Und wenn wir jetzt unseren Glauben aktivieren und mit Jesus reden und sagen, Jesus, ich glaube, du hilfst mir durch diese Situation hindurch, dann stellt er sich ganz breit auf. Ja? Es hängt mit unserem Glauben zusammen, weil es sagt hier, den Schild des Glaubens. Ja, es ist das Schild des Glaubens. Setzt du dein Vertrauen wirklich in Jesus? Das ist dann in dieser Situation, ja, du hast den Gurt, du hast den Panzer, du trägst es mit dir, aber dann kommst du in die Situation und da brauchst du noch ein bisschen mehr, weil dein Glaube und das, was du gelernt hast, was du erfahren hast, wie du Jesus erfahren hast, das wird attackiert. Und dann brauchst du zusätzlich noch dieses Schild. Diesen Schild. So heißt das, glaube ich, richtig. Ja, ist aber egal. Mit dem Schild, mit der Rechtschreibung. Ja. Also, stell dich hinter den Schild. Rufe dir all die Verheißungen, die dir Gott gegeben hat, die dir Jesus gegeben hat, durch Prophetien, durch Worte der Erkenntnis, durch das Wort, was du gelesen hast, ruf dir das in Erinnerung. Und das ist dein Schild des Glaubens. In dem Moment hältst du an Jesus fest. In dem Moment rennst du nicht weg, sondern stellst dich hinter diesen Schild. Ja? Und dieser Glaube, der ist wie ein Muskel. Der muss trainiert werden, der muss aktiviert werden. Ja, das ist so ein Glaubenstraining. Deswegen haben wir ja vorhin auch gelesen, wenn dann der Tag kommt. Ja? Wenn dann der Tag des großen Kampfes kommt. Es gibt kleinere Kämpfe. Es gibt große Kämpfe, es gibt mittlere Kämpfe. Manche Dinge nimmt Jesus an uns vorbei und sagt, nee, es kommt jetzt hier nicht an mein Kind ran. Ja? Aber es gibt eben auch die Tage, wo wir heftiger angegriffen werden, wo wir dann diesen Schild des Glaubens brauchen. Genau, und dazu werden wir trainiert im Laufe unseres Lebens, in unserem Glaubensleben. Genau. Setzt den Helm des Heils oder den Helm der Rettung auf.
Also der Helm im Natürlichen, sei es ein Kampfhelm, sei es ein Motorradhelm, der schützt unseren Kopf. Der schützt unser Gehirn, unsere Schaltzentrale. Ja? Und so ist der Helm so ein bisschen wie, so ist unser Gehirn wie so eine PC-Software. Ja? Und da muss man den Virenschutz aktivieren, damit da nichts rankommt. Ja? Weil es ist ja so ähnlich, steht fest im Glauben, lasst keine Gedanken von Zweifel, Panik, Angst, Unruhe, Unglauben oder Sorgen zu. Ja? Das sind wie so ein Virenprogramm, was dir über den PC läuft. Wenn du unachtsam bist, hast du plötzlich ein Virus drauf und ihr macht dir deine ganze Software kaputt. Ja? Und wenn du nur so einen kleinen Gedanken vom Zweifel in deinen Kopf reinkommt und du fängst dann an, diesen Virus zu bearbeiten und fängst dann an, den irgendwie genau unter die Lupe zu nehmen und nochmal nachzufragen, ja, was bist denn du jetzt für ein Virus und was machst denn du jetzt hier oder keine Ahnung, das wird immer größer. Ja, das ist wie Gedanken von Sorge. Man kreist sich um eine Sorge, dann kommt die nächste Sorge und noch eine Sorge und dann stehst du vor so einem Sorgenhaufen, wo du denkst, hier komme ich nie wieder raus. Nee, wir müssen vorher unseren Virenschutz aktivieren. Das ist unser Helm des Heils. Ja. Und eben, und wann immer irgendwelche Gedanken von Zweifel, von Angst, von Unruhe, von Sorgen kommen, das können wir jederzeit zu Jesus bringen. Wir können jederzeit sagen, Jesus, was ist das, wo kommt das her? Ja, er ist die richtige Adresse. Wir sprechen nicht das Virus an, wer bist du, was machst du, sondern wir fragen Jesus, was ist das und brauche ich das oder kann das weg? Und dann wird Jesus sagen, wenn es eine Sorge ist, das kann weg, weil ich habe dir gesagt, sorge dich nicht. Ja? Ja, es ist jetzt sehr, sehr einfach gesprochen. Das sieht im natürlichen Leben oder im Leben, wenn wir dann so eine Sorge oder so ein Problem vor einem Problem stehen, nicht so lustig aus. Ja? Aber im Grunde ist es trotzdem relativ einfach. Aber nur relativ. Ja? Wir müssen unsere Gedanken erneuern. Wir müssen die Lügen rausschmeißen mit Hilfe des Heiligen Geistes und sie durch die Wahrheit ersetzen. Wir müssen die Wahrheit wissen, was sagt Jesus, wer du bist. Wer du bist. Nämlich, du bist sein geliebtes Kind. Ich schütze dich. Er ist. Er gibt uns die Identität. Und wir müssen in unsere Identität geschützt werden. Uns selbst schützen in unserer Identität. Weil der Feind greift dich in deiner Identität an. Er versucht das mit, hat Gott wirklich gesagt? Ja, wenn du jetzt, wie zu Jesus, ne, wenn du jetzt Hunger hast, sagst du zu dem Stein, er soll Brot werden. Ja, mit so ganz hinterlistigen, kleinen, wie auch immer, unscheinbaren, komischen Gedanken, ja, die uns in ein Nachdenken bringen und von Gott wegbringen. Genau. Und dazu brauchen wir eben den Helm der Rettung. Genau. Jetzt kommt das Schwert des Geistes. Greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Amen. Greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Greife nicht zu irgendeinem Schwert, greife nicht zum Küchenmesser, oder, ja, sondern nimm ein richtiges Schwert. Nimm etwas, was Seele und Leib durchtrennen kann, denn das Wort Gottes tut so etwas, ja, in uns. Oder wenn das Wort klar gesprochen wird, dann trennt es Geist und Seele, genau. Und dazu müssen wir das Wort kennen. Wir müssen wissen, was schreibt Gott in seinem Wort. Ja? Amen. Der Heilige Geist kann uns nur dann etwas geben, das Passende geben, wenn wir es vorher mal gehört, gelesen haben oder studiert haben oder meditiert haben oder however, ja, was irgendwo in uns drinnen ist. Ja? Es gibt vielleicht auch mal eine Sache, da gibt dir Gott, der Heilige Geist, ein Rhema-Wort und das ist dann auch treffend.
Ja, es kann auch eine Sprachenrede sein. Ja, es kann sein, dass dir jemand eine Prophetie gibt oder ein Wort der Erkenntnis und sagt, bei dir habe ich das Gefühl, ist gerade das und das. Gott sagt dir, sei mutig und steh auf. Ja, zum Beispiel. Es kann einfach sein, dass der Heilige Geist dir da eine Unterscheidung gibt. Das ist jetzt genau die Sache. Und da, das ist das Schwert dazu. Das ist das Wort, was du jetzt dagegen nehmen kannst. Ja. Wenn der Arzt jetzt irgendwie eine medizinisch schlechte Diagnose gegeben hat, dann sagst du, ich bin geheilt durch die Striemen, die Jesus getragen hat, zum Beispiel. Ja. Hast du ein Problem, einen Angriff in Finanzen, dann gibt es auch da jede Menge Stellen. Gibt es einen Angriff in, es gibt auf so vielen Ebenen Angriffe. Müssen die Stellen einfach, die Bibelstellen einfach kennen, die Power haben, die Kraft haben und die zu uns in dem Moment sprechen. Ja. Und dieses Wort sprechen wir dann aus. Wir denken es nicht. Ja, wir überlegen uns nicht dieses Wort, sondern das Wort hat Kraft, wenn du es aussprichst. Mhm. Dieses Schwert kann auch sein, Jesus, das Blut Jesu. Ja, wenn mal nicht viel geht, ich erinnere mich, ich hatte mal einen Traum, wo ich nicht wirklich mehr reden konnte, weil ich das Gefühl hatte, mir drückt es hier alles zu. Und es kam wirklich nur ein Jesus raus. Aber in dem Moment, wo es raus war, war die ganze Situation weg. Also es war alles, ich konnte wieder frei atmen. Es ging mir wieder gut und ich dachte nur, was war das jetzt? Ja? Also auch wenn ihr schlafen geht, lasst eure Waffenrüstung an. Ja? So ein Schwert kann auch Lobpreis sein, Anbetung. Weil wir uns in dem Moment nicht darauf fokussieren, was geht jetzt hier gerade ab, sondern wir beten Jesus an. Ja, Amen. So wie die Männer, die um Jericho herumgelaufen sind. Ja. Oder nein, es war Josaphat. Josaphat, wo Gott gesagt hat, stell mal deine Lobpreisleute vorne ran. Wir ziehen in die Schlacht und die Lobpreisband geht vorne ran. Mit Tamburin und mit Zimbeln und keine Ahnung was alles. Ja. Aber das hat der Heilige Geist so gesagt. Und das war, führte zum Erfolg, oder? Amen. Amen. Also wir brauchen das richtige Werkzeug, was uns der Heilige Geist gibt. Ja? Und dazu müssen wir eine Beziehung haben zum Heiligen Geist. Amen. Ja? Wir können jetzt nicht einfach nur sagen, ja, Heiliger Geist, gib mir das jetzt mal. Ja? Wir müssen hören. Wir müssen trotzdem, auch wenn wir angegriffen werden, in dem Frieden bleiben, in der Ruhe bleiben, den Kanal zum Heiligen Geist offen haben, unseren Lautsprecher laut genug drehen. Weil wenn wir auf so einem Schlachtfeld stehen, ich habe gerade so ein Bild von so einem Schlachtfeld, ja, da tönt es von der einen Seite mit Krawall, Krabum und Trommeln und keine Ahnung, Kriegsgeschrei. Und aber auf meiner Seite auch, weil das sind ja noch ein paar mit mir. Ja, wie Elisa, der sagt, keine Sorge, da sind mehr mit uns als die, die gegen uns sind. Wir sind im Kampf niemals alleine. Erstens ist Gott immer bei uns, der Heilige Geist ist immer bei uns und je näher er bei uns ist, desto weniger muss er schreien. Ja, wir können ihn leise hören, wir können sein Flüstern hören und wissen, was in der Situation zu tun ist. Und vielleicht sagt er dir auch, rufe noch deine Schwester und deinen Bruder an, dass sie mit dir im Kampf stehen, dass sie mit dir in diesem Gebet stehen. Vielleicht sagt der Heilige Geist aber auch jemand anderem, du bete heute mal für sie. Plötzlich ist das so ein Gedanke, kommt er später, mit Ausdauer und Beharrlichkeit eintreten. Ja. Also es gibt einfach so verschiedene, der Heilige Geist hat nicht nur das Schwert, das eine. Er hat da eine Menge, Langschwerter, Kurzschwerter, je nachdem, was gerade dran ist. Was wir gerade brauchen, Pfeilbogen. Also, er hat ein riesengroßes Waffenarsenal. Ja. Und das ist gut zu wissen. Halleluja. Ja. Und mit diesem
Schwert des Geistes, wirst du den Feind in die Flucht schlagen. Das ist das einzige, ist die einzige Möglichkeit, das einzige Teil der Waffenrüstung, was den Feind wirklich besiegt. Ich meine, es kann sein, er sieht hier deine Gürtelschnalle oder deinen Brustpanzer und sagt, greife ich nicht an. Ja, aber es gibt auch Fälle, wenn dann die Mächte und Gewalten, ja, die großen, nicht nur die Mini-Dämonen, sondern die etwas höher gestellten in der Armee, die Generalsführer von anderen Heeren, die kämpfen dann trotzdem. Die wollen nicht, dass du da weiter auf diesem Weg vorwärts gehst. Ja. Und deswegen steht. Ja. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten, Flehen und Flehen an Gott. Erste Adresse, ich habe ein Problem, bitte flehe. Jesus, hilf mir. Jesus, ich habe das und das Problem. Das sehen wir in dem Psalm. Macht David die Korachiter und wie sie alle heißen, die ganzen Psalmisten, ja. Sie rennen zuerst zum Heiligen, zum Gott, zu Gott, zu Yahweh. Der, weil sie wissen, dass er sie schützen kann. Und immer und überall vom Heiligen Geist geleitet, heißt eben, wir brauchen diese Beziehung. Wir brauchen diese Nähe. Wenn du jemanden nicht kennst, dann rennst du da nicht einfach hin. Ja? Und mit Bitten und Flehen, da rennst du auch nicht zu jedem, wenn du ein Problem hast. Du rennst dahin und läufst dahin, wo du weißt, da ist meine Hilfe. Von dem kann ich Hilfe erwarten. Ja? Und das ist Yahweh, das ist Gott, das ist unsere erste Ansprechperson. Lasst dabei eure Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Ja. Wie ich schon sagte, du bist nicht allein. Wir sind nicht allein Angriffen ausgesetzt, sondern wir brauchen einander und können einander unterstützen. Ja. Deswegen heißt das ja auch Armee. Die Armee des Herrn, das sind viele. Ja. Und es werden immer mehr, Halleluja. Ja. Und ja, wir müssen einfach füreinander einstehen. Wir müssen füreinander kämpfen. Wenn wir wissen, eine Schwester, ein Bruder hat eine Not, dann stehen wir mit ihm im Gebet. Dann beten wir für ihn. Dann unterstützen wir das. Ja. Ich habe die Woche einen Anruf gekriegt von einer lieben Freundin, die sagte, du, bei mir ist gerade hier Notstand ausgebrochen, meine Stiefmutter ist gerade irgendwie verschwunden. Die ist vom Einkaufen nicht zurückgekommen. Und sie hat einen Vater, der ist bettlägerig und braucht Hilfe. Und die Pflegekraft tut alles nur auf Anweisung. Das heißt, wenn die Stiefmutter weg ist, für Stunden unerklärbar, warum auch immer, dann ist das Notstand, dann ist das echt ein Problem. Ja. Weil es war abends, keiner wusste, wo ist jetzt diese Frau. Und sie rief mich an, Doreen, bitte bete mal. Und ich habe gebetet. Mächtiges Gebet. Ja. Ich habe gesagt, du ruf mich an, wenn du was Neues weißt, ich bete hier einfach weiter. Ich habe dann weiter in Sprachen gebetet. Ja. Und ich weiß gar nicht genau, anderthalb, zwei Stunden später kriegte ich einen Anruf, du, sie ist wieder da. Sie hatte nur ihr Auto, wusste nicht mehr, wo sie das Auto abgestellt hat. Sie ist in eine andere Stadt gefahren und hat das Auto nicht mehr gefunden. Mhm. Ja, Polizei war eingeschaltet und so weiter. Also Polizei hat sie auch gefunden und so weiter, weil ich gesagt habe, Herr, setze alle Engel frei und lass diese Frau jetzt hier auftauchen und finden und zurückkommen. Und sie sagte dann, ja was, wieso setzt ihr jetzt die Polizei nach mir aus? Warum habt ihr jetzt die Polizei geschickt? Ist doch alles gut, ich habe doch nur mein Auto nicht gefunden. Ja. Also manchmal ist jemand in Not, weiß es aber gar nicht wirklich, dass er in Not ist. Ja. Und andere ringsherum haben noch eine Not. Also das ist schon spannend, aber ich bin Gott so dankbar, dass er so schnell eingegriffen hat. Ja, weil es ist, war wirklich eine krasse Sache und ich habe die Erlaubnis, dieses Zeugnis zu geben. Halleluja. Ja, also deswegen müssen wir füreinander einstehen. Und da reicht es mitunter nicht, ja, ich habe jetzt mal ein Gebet gesprochen und das war es jetzt, sondern mit Ausdauer, mit Beharrlichkeit. Wir müssen dranbleiben. Ja, manche Kämpfe sind einfach ein bisschen länger. Es gibt Kämpfe, die sind schnell zu Ende, aber es gibt Kämpfe, ach, da fährt der Feind schon eine ganze Menge an Herrschern auf, um uns da platt zu machen.
Ja, und da brauchen wir einfach im Geist und im Gebet Unterstützung. Oder können auch wiederum andere unterstützen. Und sei es, dass du jetzt plötzlich dieses Verlangen hast, in Sprachen zu beten. Oder du denkst an eine Person, weil du an jemanden vorbeiläufst, der so ähnlich aussieht. Und es gibt unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie Gott zu uns spricht. Und da müssen wir einfach offen sein. Ja, und das Ganze machen wir nicht aus eigener Kraft. Ja, also alle diese Kämpfe, die wir kämpfen, kämpfen nicht aus eigener Kraft. Das führt zum Scheitern. Ja, hast du ein Problem mit deiner Gesundheit, kämpfe nicht aus eigener Kraft, kämpfe dich da nicht alleine hoch, ich muss jetzt einfach mich nur ein bisschen mehr anstrengen damit. Vergiss es, es ist eine Lüge vom Feind. Ja, nimm dir Zeit, wenn du verwundet bist, nimm dir Zeit, dich auszukurieren. Ruf Leute an, die dich unterstützen, oder der Heilige Geist hat eh schon die Geschwister mobilisiert, die wissen, dir zu beten. Ja. Wir sind eine Einheit mit dem lebendigen Gott. Halleluja. Halleluja. Ja, wie Lena letzte Woche gesagt hat, ich komme immer wieder drauf, NaCl, Salz, das Licht, die Wellen und die Teilchen. Ja, wir sind eine Einheit mit Gott. Und wenn wir uns bewusst sind, dass wir eine Einheit mit Gott sind, so wissen wir auch, dass wir mehr als Überwinder sind, weil er, Jesus, den Feind überwunden hat, den Feind besiegt hat, ihm die Zähne rausgeschlagen hat. Der kann noch rumrennen wie ein Löwe. Er kann noch brüllen wie ein Löwe, aber er wird uns nicht totbeißen können, wenn wir nicht die Flucht ergreifen oder sonst irgendwelchen Blödsinn anstellen, sondern die Waffenrüstung nehmen. Halleluja. Ja. Und ich ergänze, du bist mehr als ein Überwinder durch den, der dich zuerst geliebt hat, durch den, der dich gesegnet hat, durch den, der dich befähigt hat. Halleluja. Seid gestärkt, gerüstet, vorbereitet, wachsam, ausdauernd und beharrlich. Ja? Nehmt alle Waffen noch zum Schluss. Wir müssen alle Waffen haben. Die ganzen Waffenrüstungen. Es reicht uns nicht, wenn wir die Bibel auswendig kennen und ganze Psalmen oder Verse auswendig können, wenn wir keinen Bezug dazu haben. Also, es nützt uns nichts. Es nützt uns nichts, wenn wir wissen, dass wir ein Kind Gottes sind, aber nicht auf den Schutz Gottes vertrauen können. Wenn wir zwar wissen, wir sind wiedergeboren, wenn wir aber nicht glauben, dass Jesus für uns den Sieg errungen hat oder dass Jesus für diese Situation schon den Ausweg hat. Wir brauchen das gesamte Arsenal, die Fülle, ja? Den Helm, erstmal den Gürtel, den Brustpanzer, ja? Genau. Und das Speck zu beschützen, das da, ja, genau. Also wir brauchen die ganze Waffenrüstung. Gebt euch nicht mit der Hälfte zufrieden. Nehmt nicht nur einen Teil. Nehmt nicht nur den Teil, der euch irgendwie gefällt, der relativ leicht ist zu handeln. Und lasst das Schild des Glaubens liegen, weil es ein bisschen schwerer ist. Ja. Der Heilige Geist wird euch, mich, uns lehren, wie wir mit diesen ganzen Waffen umgehen können. Und da können wir Königstöchter und Königssöhne sein und Prinzessinnen und Prinzen. Ja. Auch diese werden gelehrt, im Kampf zu stehen. Ja. Und wir stehen im Kampf. Ja. Wenn du vor einem Problem stehst, du kannst dich einfach mal vor den Spiegel stellen, wenn du in ein Gespräch reingehst mit deinem Arbeitgeber oder was auch immer, wo du irgendwie ein bisschen Befürchtung hast, stell dich einfach hin vor den Spiegel und proklamiere, ich bin ein Kind Gottes, ich bin die Geliebte des Herrn, ich gehe hier voran, ich bin mutig und stark, ich bin ein Pionier, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, das, was Jesus alles sagt, das, was Gott dir zugesagt hat. Wer das tut, werdet ihr stehen. Ja? Man kann auch zwischendurch mal eine Siegerpose einnehmen. Ja? Wichtig ist, gerade hinstellen. Erstmal gerade hinstellen. Wenn jemand so rumhängt mit so eingefallenen Schultern, eingezogenen Kopf, dann weißt du, krieg ich. Dich krieg ich. Ja? Also der Feind weiß das. Ja? Das ist auch Kinder, die so klein, schüchtern und zurückhaltend sind. Die kriegen oft eine auf den Deckel, weil sie wissen, dass es das Schwache ist. Aber nein, wir stellen uns aufrecht hin,
wissen, wer wir sind in Christus. Halleluja. Und stehen auf und gehen weiter. Und gehen weiter und gehen weiter und gehen weiter. Genau. Schön macht ihr diese Posen. Wunderbar. Ihr könnt es leider nicht sehen, aber macht es einfach selber mal an. Vor eurem Spiegel. Ihr werdet sehen, das hat Wunder. Man macht einfach so. Genau. Entweder die Hände in die Hüfte stellen, stemmen, mit beiden Beinen auf festem Grund stehen. Hände in die Hüften, Brust raus, Bauch rein, groß machen. Ja? Du kannst auch beide Hände so in die Siegerpose halten. Yes, Jesus, mein Siegesbanner. Und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter, Tag für Tag. Seid gesegnet, ja? Seid gestärkt, seid gerüstet, seid vorbereitet, seid wachsam, ausdauernd und beharrlich. Amen, wir sehen uns. Bleibt gesegnet. Amen.